Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Super Mario. Ich wollte 74 Extreme Edition sagen. Looks delightful diorama. Und hier auf dem Dach mit der 12 ist ein Toad. Hilfe, dieser Fiesling da unten hält mich hier gefangen und tut so, als wäre nichts. Ich weiß nicht, wie ich wieder runterkommen soll. Sieh dir meine Stimme, Arme und Beine an. Sie sind total nutzlos. Ich kann auf keinen Fall alleine vom Dach klettern. Ich breche mir alles. Ah! Du siehst nicht sehr hilfsbereit aus. Bist du bestechlich? Ist dieser Stern genug? Ja. Aber. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, Freundin, ne? Ein weiterer blasser Stern für deine Sammlung. Bewahre ihn im Schatten auf, sonst gibt es schnell Sonnenbrand. Speichern und so? Absolut. Auf gar keinen Fall. So, wir gehen jetzt hier wieder rein, denn ich habe einen Zugang entdeckt. Und dieser Zugang befindet sich da unten, wo die Röhre ist. Und den will ich mir natürlich mal genauer anschauen. Jawohl. Also doch nicht alles nur mit der Tarnkappe. Und wo sind wir? Quantenkubus. Spaß in 6 Richtungen. In diesem Gebiet sind 3 Sterne versteckt. Wenn du einen Stern holst oder stirbst, wirst du auf der Oberseite des Levels wieder ausgespuckt. Daher behältst du deine roten Münzen und umgedrehten Sterne. Praktisch, oder? Die schwarzen Seiten des Levels kannst du fürs Erste ignorieren. Sie spielen noch keine Rolle. Um das Level zu verlassen, nutze Exit-Kurs im Pausenmenü oder die Röhre, falls vorhanden. Ja, dann drücken wir doch mal hier. Ah ja, der grüne Schalter. Der verwandelt dich in Metall, richtig? Warum verletzt dich Lava dann nicht? Das ist doch völliger Quatsch! Wenn in irgendeinem Film ein Roboter in so Zeug fällt, dann war's das. Egal. Speicherschimasu? Hi! Nein! Das gibt's doch nicht! War das jetzt eine Anspielung auf mich? Weil ich diesen... Na egal. Okay, schwarz ist noch nicht von... Nöten. Ja. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal den Teil an. Was? Okay. Welche Musik ist das? Das hätte ich mir eigentlich bei den vorherigen auch mal fragen können. Ah, Moment mal, ich glaube... Okay. Ich muss einfach bloß herausfinden, wo der Stern ist. Ja, von mir aus. Ich dachte schon, ich könnte mich jetzt hier softlocken. Ansonsten hätte ich gesagt, das gibt 0 von 5 breitsamer Kastanienhonig. Und wieso kann ich mich... Oh. Ah ja, verstandetscha. Die Kante... Das ist abgekantet. Das ist Kant. Kant. 3 Münzen. Na schüsch. Da muss doch hier drin der Stern sein, oder? Da oben ist ein Stern. Da komme ich doch wahrscheinlich mit einer Kanonina hin, oder? Was ist eigentlich das für eine Musik hier? Ja, natürlich ist genau in der Box der Stern. So. Und nu? Ein vergnüglicher Stern.
Die Mucke hört auf. So, und nun? Da habe ich alles. Da ist ein Leben, das hätte ich vielleicht gerne. Das Leben nehme ich dankend an. Und dann machen wir das aber nochmal gescheit. Wobei, darf ich mal ganz kurz schauen, ob hier in dieser... Nee, in dem Baum ist nichts drin. Wäre aber ein sehr böses Versteck gewesen. Wobei, bis jetzt ist der Hack auch nicht so böse. Ich meine, ey, der hat immerhin diese schwarzen Ränder oben und unten gefixt. Und das war für mich dann wieder irgendwie ein Scheiß, weil das wollte ich dann natürlich auch dann wieder hier an meine Szenen anpassen, aber ja. Ja, okay, ich hätte natürlich springen müssen. Mamma mia! Ha, das ist ja heiß! Ja, lustig! Die Erde ist ja heiß! Okay. Ah, ich verstehe, wie das funktioniert. Oh mein Gott. Der dreht sich immer um 90 Grad. Also der dreht sich immer in eine andere Richtung. Und dementsprechend ist er natürlich auch eingefärbt. Ach, das ist... Okay, die Idee ist geil. Jetzt, wenn man die erst einmal kapiert. Ah, natürlich ist das Leben da weg. Aber hier an der Seite geht es dann abwärts. Oh nö. So ein Dings ist es also. Ich verstehe. Aber eine sehr nette Level-Idee. Muss man auf jeden Fall anerkennen. Und ich mache jetzt was, um mir hier ein bisschen Frust zu sparen. Ich springe einfach runter. Und fange dann einfach nochmal von vorne an. Okay, da drüben ist der Stern. Egal, das Leben war es mir wert. Das Leben war es mir wert. Nur womit ich halt jetzt ein Problem habe, ne? Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier auch noch die blaue Kappe... Also die Tarnkappe heißt es ja korrekterweise bekommen, aber ist nicht. Leider. Also, haben wir den vergnüglichen Stern und damit den grünen Teil des Quantenkubus abgehakt. So, dann würde ich mal sasen. Schaue ich mir mal den Toad da oben nochmal an. Du hilfst mir immer noch nicht, aber ich habe dir noch einen Stern gegeben. Mehr habe ich nicht. Steckst du mit diesem Kerl da unten unter einer Decke? Ah, oh, welcher Verrat. Ja, ich springe einfach mal hier rein. Okay. Alter, wir fährten um die Zeit noch draußen mit dem Bulldog rum. Ist doch schon nach... Naja. Also warte mal. Transform-Tribüne. Bombige Stimmung. Unser Teilnehmer ist endlich angekommen. Einen großen Applaus für Herrn Italienermann-Personentyp hier drüben. Er stellt sich der legendären, der verrückten Transform-Tribüne. Kann er allen Schwierigkeiten trotzen?
Es ist ein langer Weg bis zum glorreichen Finale, also legen wir am besten ohne Umschweife direkt los. Los! Mit Aufgabe 1. Wir starten langsam und doch explosiv. Ein Kampf mit König Bobomb inmitten seiner Armee. Der Knaller. Oh, was höre ich da? Wirklich? Oh, werte Zuschauer, wie es aussieht, haben wir ein paar technische Probleme. Offenbar reicht unser Budget nicht aus, um am konfigurierende Object Banks zu beheben. Was auch immer das bedeutet, ich habe nicht den leisesten Schimmer, doch das ist völlig egal, sage ich. Versuchen wir stattdessen einen langweiligen Bump-Boss, was noch leichter ist. Aua, die Einschaltquote sinkt. Okay. Bing, bing, bing. Stirb, du Opfer. Du wagst es, meine glorreiche Handlangerparade zu stören. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der große König, euer Bombentyp. King Bonbon. Bombi. Ach, du kennst den Namen. Ich wette, du kannst mich nicht von hinten greifen und dreimal werfen. Ja, klingt unwahrscheinlich. Also, dass ich das mache, also nicht machen kann, ist richtig, aber... Ich kann dreimal auf dich draufstampfen. Hey, du hast mich nicht geworfen. Das ist gegen die Regeln, glaube ich. Und jetzt tut mein Rücken weh. Für diesen Mist werde ich zu wenig bezahlt. Die Arbeitsbedingungen sind auch einfach nur miserabel. Manchmal darf ich nicht einmal eine pinke Pause einlegen. Ich habe genug. Ich kündige. Boah, ist doch kein Grund, dich gleich in die Luft zu jagen. Aber diese Anzeigetafeln sind geil. Aber die zeigen nur Standbilder. Aber sie funktionieren auch auf dem Widescreen-Plugin. Welches Widescreen-Plugin? Na, dieses hier. Seht ihr? Gut. Weiter. Der fragile Turm. Okay. Willkommen zurück zu unserer absolut fantastischen Show. Letztes Mal gewann der Italiener Kerltyp. Er bezwang König Bobomb, den Starken, ohne auch nur in Schwitzen zu geraten. Wahrlich bemerkenswert. Aber rohe Gewalt wird ihn nicht weit bringen. Jetzt muss er zeigen, was sich in seinem Schädel verbirgt. Ich präsentiere Ihnen den heimtückischen, den fiesen, fragilen Turm. Das Ziel ist ganz oben. Wow, so hoch. Unser Teilnehmer muss clevere Entscheidungen treffen und die richtigen Boxen zerbrechen. Oder das war's für ihn. Außerdem werden wir jetzt sehen, ob der Spieler die Lag-Reduktionsoption richtig eingestellt hat. Der Turm sollte keinen nennenswerten Lag verursachen. Wenn doch, folge den Anweisungen auf der Oberwelt. Ha! Ein Glück, dass ich mich darum noch gekümmert habe. Okay. Okay. Oh je, Mini. Okay. Ich hab so eine Ahnung. Okay, das hier ist eine Scheiße. Okay, verkackt. Mhm, ganz oben ist der Stern. Na dann, auf ein neues. Rein da. Neu. Also, ich muss... irgendwie nach oben kommen. Versuchen wir es mal so. Wird doch schwieriger, als ich dachte. Okay.
Vielleicht so? Nee. Okay, also solange du noch bleibst, ist hier noch gar nichts verloren. Okay. Es schaut gut aus soweit, hoffe ich. Okay, vorsichtig. Nur jetzt keinen Fehler machen. Oh mein Gott. Ahaha! Der Seitwärtssalto-Wandsprung hat mir geholfen. Nimm das! Und damit hast du nicht gerechnet, dass ich den hier benutze. An der Stelle. So. Okay, es geht weiter. Und zwar hier. Wirf den Mario. Okay. Oh nein. Oh nein! Offenbar war die letzte Herausforderung nicht spannend genug für die treuen 7 Zuschauer. Doch die nächste wird ein Hit, ganz sicher. Der Herr Türkerl-Person muss nun zeigen, was ein wahrer Teamplayer ist. Nur mit vereinter Kraft kann der Stern dieses Mal erreicht werden. Dazu haben wir unsere besten Killer, meine Wurfroboter versammelt. Ich weiß, dass dieses Spiel ein Spektakel lieben werdet. Ich kann nicht mehr reden. Sie sehen gespannt zu, während unser Teilnehmer beim Aufprall zerquetscht oder komplett aus der Arena geschleudert wird. Das klingt fantastisch. Jo, dann macht mal, ne? Okay. Hier. Danke. Da oben war ein Leben. Ah. Mein Gott, sind wir schon wieder bei 18 Minuten. Na, von mir aus. Wir haben 20 Sterne immerhin.